Probleme mit Rohr oder Kanal? Wir vom Remscheider Rohrreinigungsdienst sorgen dafür, dass alles wieder läuft. 12 Mitarbeiter sind in unserem 24-Stunden-Notdienst 7 Tage in der Woche für Sie da. Mit Rohrortung, Rohrreinigung, Kanaldichtheitsprüfung, Kanal-TV-Untersuchung und Kanalsanierung kennen wir uns bestens aus. Und das bereits seit 1996. Remscheider Rohrreinigungsdienst. Ihr überregionaler Partner für alle Arbeiten rund um Rohr und Kanal. Wir sind heute Morgen im Autohaus Hildebrand in Wermelskirchen zum traditionellen Motorsportfrühstück des MSC Dünn. Gerry Diehl vom MSC Dünn jetzt bei mir. Gerry, erzähl doch mal. Ja, wir haben zum 7. Mal die Möglichkeit, hier im Autohaus Hildebrand in Wermelskirchen unser Motorsportfrühstück des MSC Dünn durchzuführen. Und der hohe Zuschauerzuspruch ist einfach ein Erfolg für uns alle. Und wir können hier unsere Rennautos dem Zuschauer präsentieren. Welche Rennautos können die Zuschauer hier begutachten? Wir haben von einem Gruppe H Scirocco über 3 unterschiedliche Astra OPC, ein Cup-Auto, wir haben einen VW Golf unseres Clubkollegen Philipp Albuschat, wir haben einen Porsche, wir haben einen Lotus Elise, einen VW Polo, einen BMW. Es ist alles da von unseren Clubkollegen. Ja, und du sagst es schon, es ist heute sehr gut besucht. Bist du auch ein bisschen überrascht darüber? Ja, wir haben das erste Mal eine Taxifahrt ausgelobt. Wir verlosen hier heute 5 Taxifahrten, die die Firma Schönfeld und Weber, der Thomas Schönfeld ist Clubkollege des MSC Dünn, dann am 6.3.2020 in Zandvoort durchführen wird. Er nimmt dort nach dieser Verlosung dann 5 Leute mit, die dann auf der Rennstrecke auf dem Beifahrersitz in seinem Opel Astra Cup Auto mitfahren dürfen. Und ich glaube, daher kommt auch ein Teil des Zuschauerzuspruchs, den wir hier haben. Wie sind so die Planungen dieses Jahr für den MSC Dünn? Was gibt es vielleicht auch Besonderes? Ja, wir werden als erstes Zandvoort durchführen am 6.3. Im Laufe des März wird der MSC Dünn dann nochmal bei Peter Sterz im Sachverständigenbüro hier in Wermelskirchen in der Burgerstraße in Motorsport-Frühschoppen durchführen. Dann haben wir einen Autoslalom, den wir in Neuss auf dem Verkehrsübungsgelände durchführen. Das sind die Planungen für das erste Halbjahr. Und dann sind natürlich die Aktivitäten der einzelnen Clubkollegen in der Rundstreckenmeisterschaft, im Autoslalom oder auch das Motorradfahren bei den Veranstaltungen die Planungen der einzelnen Clubkollegen. Ja, Gerry, vielen Dank für das Gespräch und das waren die Eindrücke vom traditionellen Motorsportfrühstück des MSC Dünn.